Steigung und Winkel. Sicher hast du schon mal so ein Schild an der Straße gesehen, das eine Steigung oder ein Gefälle anzeigt. Und beginnen wir dazu mit einer Quizfrage. Unter welchem Winkel steigt eine Straße an, bei der die Steigung 100% wäre? A. 100 Grad, B. 90 Grad oder C. 45 Grad? Schauen wir uns die Situation mal an. 100% Steigung bedeutet, dass zum Beispiel auf einer horizontalen Länge von 100 Meter die Straße um 100 Meter ansteigt. Das sind ja gerade die 100% von der Ausgangsstrecke. Dann ist unsere Straße die Winkelhalbierende eines Quadrates und damit ist der Steigungswinkel 45 Grad. Und, hast du richtig geantwortet? Wie sieht es dann aber bei anderen Steigungen aus? Wie groß ist der Steigungswinkel bei 12% Steigung? Jetzt könnte man auf die Idee kommen, das mit dem Dreisatz zu lösen, aber das darf man nicht. Den darf man nämlich nur im Fall eines proportionalen Zusammenhangs nutzen. Und das liegt hier nicht vor. Denn dann müsste auch die doppelte prozentuale Steigung zum doppelten Steigungswinkel führen. Und das ist nicht der Fall. Hier haben wir einen Höhenunterschied von 200 Metern, aber der Winkel hat sich nicht zu 90 Grad verdoppelt. Schauen wir uns also die Berechnung in Ruhe an. Hier haben wir unsere Straße in einem Koordinatensystem und können dabei unser Steigungsdreieck entdecken. Auf 100 Meter horizontal haben wir einen Höhenunterschied von 12 Metern. Und links in der Ecke ist unser Steigungswinkel Alpha. Die Berechnung unserer Steigung, in der Mathematik auch M genannt, entspricht gerade unserer prozentualen Steigung auf dem Verkehrsschild. Man berechnet M als Delta Y durch Delta X, also als Y-Unterschied durch den X-Unterschied. Und das sind unsere 12 Meter durch die 100 Meter und wir erhalten 0,12 oder 12%. Um den Steigungswinkel zu berechnen, betrachten wir mal die trigonometrischen Verhältnisse. Und in unserem Fall hilft uns der Tangens weiter. Der Tangens steht nämlich für das Verhältnis von Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete in unserem Winkel Alpha ist gerade unsere senkrechte Seite mit den 12 Metern, während die Ankathete der horizontalen Strecke mit den 100 Metern entspricht. Und der Tangens Alpha berechnet sich somit als 12 durch 100 und das sind wiederum unsere 0,12. Hey, jetzt haben wir doch beim Rechenweg zweimal genau dasselbe gerechnet. Die Steigung M entspricht also nun genau dem Tangens von Alpha. Und das notieren wir hier direkt mal in einem roten Rahmen. Und damit können wir jetzt den Steigungswinkel ausrechnen. Unsere prozentuale Steigung auf dem Verkehrsschild sind 12%, also 0,12. Und das entspricht dem Tangens von Alpha. Mit Hilfe der Umkehrfunktion ist somit Alpha gleich Tangens hoch minus 1 von 0,12. Und der Taschenrechner liefert 6,84 Grad. Das hört sich dann irgendwie aus dem Bauch heraus gar nicht so steil an, als dass man da extra ein Verkehrsschild aufstellen müsste. Bei Skipisten hat man übrigens gerne mal eine Steigung von 40% oder bei Skisprungschanzen 80%. Da kannst du jetzt gerne mal den Steigungswinkel dazu berechnen. Bist du auf der Suche nach weiteren Erklärvideos oder brauchst du Übungsaufgaben mit Lösungen oder Lernblätter, dann findest du alles auf schlauestwow.de. Wenn du den Kanal abonnierst, dann verpasst du darüber hinaus keine neuen Videos mehr.